Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online. Und heute schauen wir uns die nächste Skill-Linie des Hüters an. Im ESO-Live in Amerika auf Englisch wurde diese Skill-Linie vorgestellt. Grünes Gleichgewicht, das ist die Heiler-Skill-Linie. Und beim nächsten Mal sehen wir Winterskälte, das ist dann die Tank-Skillung. Und Tiergefährten gab es schon auf meinem Kanal vor 2-3 Wochen. Das ist die DD-Skillung oder Pet-Begleiter-Skillung. Okay, und heute, was kann denn so der Hüter? Also generell, alles sieht nach Blumen aus, alles sieht grün oder türkis aus, was der zaubert. Es kommen Pilze, es kommen irgendwelche Pflanzen oder sowas. Ihr seht es hier. Und da seht ihr auch schon den ersten, das ist Pilzwuchs. Hier wachsen also Pilze aus dem Boden und alle Verbündete sehen dann auch diese Pilze und von daher weiß man dann auch, man wird gerade geheilt. Das ist ein Instant Heal, also von daher kann man den mal sofort loscasten und jetzt gucken wir auch mal in die Tooltips rein. Hier sehen wir es, ja, das ist jetzt 3250 Heals und den kann man natürlich auch weiterentwickeln. Radius 20 Meter, das ist schon mal gut. Ist aber ein Standard in den meisten Zaubern. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch die Morphs mal an. Was kann das denn so? Und da sehen wir auch natürlich immer zwei Morphs gibt es da. Und da gibt es dann einmal verzaubertes Wachstum und wohltuende Sporen und verzaubertes Wachstum. Verzaubertes Wachstum werden wir uns jetzt zuerst anschauen. Das dauert hier gerade ein bisschen, bis er auf die Tooltips geht. Und das ist einfach eine Verstärkung auch für die Verbündeten. Nicht nur, dass sie geheilt werden, sondern jetzt geht er auch langsam endlich mal rüber. So, da haben wir es. Also kleiner Intellekt und kleinere Beständigkeit, würde ich mal das auf Deutsch übersetzen. Dadurch erhöht sich also 20 Sekunden lang die Magicka und Ausdauerregeneration um 10%. Bedeutet, wir haben mehr Ausdauer und mehr Zauberkraft. Das ist doch mal nicht schlecht. Andere sagen, ich soll Magicka sagen, aber ich sage immer Magicka, weil ich das so ein bisschen auf eingedeutscht sage. Okay, und dann gibt es natürlich noch den zweiten Morph. Das sind dann die wohltuenden Sporen. Damit wird man jetzt zum Ausdauerheiler, also zum Stamina-Heiler. Verändert also die Kosten hier. Und dann haben wir da noch zusätzlich, dass wir Verbündete, die in 8 Metern Entfernung sind, nochmal um 15% stärker heilen. Also wenn die dann näher am Hüter dran sind, werden sie noch stärker geheilt und das ist ja manchmal auch gar nicht so übel. Auf jeden Fall ein Ausdauerheiler dann statt ein Magieheiler ist auch mal was anderes. So, und ja, groß, die Animation ändert sich nicht. Aber ihr seht, die Pilze kommen immer noch aus dem Boden. Man weiß also, wenn Pilze da sind, am besten ein bisschen zum Hüter laufen. Könnte sein, dass man dann besser geheilt wird. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Effekt. Das ist dann die heilende Saat. Ist auch wieder eine Skill-Line. So, und da seht ihr das. Dann kommen da aus dem Boden so Blümchen raus. Sieht richtig schick aus. Und diese heilende Saat ist halt ein Area-Effekt. Und 8 Meter Area hat der. Man muss ein Bodenziel setzen, also da, wo er jetzt heilen soll. Und dann kommt da so ein Blumenfeld raus. Das blüht dann für 6 Sekunden auf oder je nachdem, wie der Skill gerade aussieht. So sieht richtig hübsch aus, das Ganze. Und so kann man auch so ein bisschen überlegen, wohin soll dann das Ganze. Ist auch ein Instant-Zauber, kommt also auch sofort. Und der heilt aber ein bisschen stärker, aber halt über Zeit. Das ist das halt auch, ne? Und dann hat man auf jeden Fall halt einen Punkt, wo man hingehen muss. Je nachdem, wo dieser Heal gerade sitzt. So, und hier seht ihr das auch nochmal. Man kann sogar eine Synergie benutzen und sich dann 5 Sekunden lang nochmal extra heilen. Und das bedeutet, da sollte man auch ein bisschen auf die Synergien achten, wenn man mit dem Heiler, mit dem Hüter unterwegs ist, wenn man mal ein bisschen Heal braucht. Die beiden Morphs hier sind dann einmal die sprießende Saat. Während dieses Feld dann wächst, könnt ihr diese Fähigkeit erneut einsetzen, um die Blumen sofort aufblühen zu lassen. Also can be activated for an instant heal.
Ja, ein neuer Effekt. Und damit hat man halt dann noch mehr Heilung. Ist natürlich dann noch besser, damit es auch schneller geht. Man sieht es auch da auf Englisch, while the field grows. So, okay, und dann gibt es verderbte Pollen. Da bekommen die Feinde in der Nähe dann weniger Heilung. Ob das jetzt viel sinnvoller ist als ein Instant Heals, kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Und dann müssten die Feinde auch noch in diesen Area reinlaufen. Naja gut, wer meint, dass er das gebrauchen kann, ist ja okay. 37% verringert oder 30% verringert, 4 Sekunden lang. Jo, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Das ist also verderbte Pollen. Wir machen weiter mit dem Heal Skill. Gucken uns nochmal an, wie das Feld jetzt aussieht. Hey, so schöne Blümchen. Ist es nicht hübsch? So, und dann gibt es den nächsten Skill. Das ist jetzt hier Lotusblume. Wir überspringen jetzt gerade mal Living Vines, aber ist nicht so schlimm. Wir machen erstmal hiermit weiter. Also Lotusblume, und damit bekommt man 17 Sekunden lang mit leichten und schweren Angriffen Leben zurück. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Ist auch wieder ein Sofortzauber. Das Ganze für 20 Sekunden, und wir müssen jetzt mal hoffen, dass er nicht mal immer die Skills so, die Tooltips mal ein bisschen länger zeigt. Im Moment macht das ein bisschen unkoordinierter. Grüner Lotus, das ist jetzt der Morph dafür, und damit bekommt man dann Waffen-Crit. Und da sehe ich das dann auch, dadurch erhält man größere Wildheit, und das gibt es dann noch ein zweites. Lotusblüte, und Lotusblüte gewährt euch noch größere Propherie. Das ist dann nicht Waffenkrit, sondern Magiekrit. Okay, und damit haben wir also einmal die Möglichkeit, mit Waffen oder mit Magie mehr Krit zu machen. Und das war es jetzt auch schon für Lotusblüte. Ja, was er jetzt hier macht, kann ich euch nicht genau sagen. Will er es uns hier zeigen? Oder will er nur durch die Gegend laufen? Ich glaube, er läuft jetzt erstmal nur so durch die Gegend. Ah ja, sie machen hier gerade so ein Trainingsdummy, damit man mal sieht, was man so machen kann mit den Skills. Das ist jetzt wichtig für den nächsten Skill, und zwar Griff der Natur. Und da hört er schon, da wird irgendwas gegriffen. Hier, seht das? Swinging to Target Ally. Also hinschwingen, und dann gibt es einen Heal. Aber jetzt gucken wir dann auch mal den, den wir eben übergangen haben. Ist ein bisschen wirklich unkoordiniert, was er hier so macht. Also, jetzt gucken wir uns erstmal lebende Ranken an. Und man sieht auch hier die Animation, dann hat man so Ranken um sich herum, und die heilen einen, wenn man Schaden erleidet. Also ist das sozusagen ein Heal-Buff. Und hier sehen wir es dann auch nochmal. Du oder der mit dem wenigsten Leben kriegt diesen Buff, und wenn er Damage bekommt, kriegt er einen Heal. Das kann jede Sekunde passieren. Also haben wir hier wohl einen ziemlich guten Heal-Buff. So, dann haben wir hier dann noch auslaugende Ranken, und damit bekommt man einen kleinen Lebensraub. Bedeutet, das bedeutet natürlich, dass wir auch ein bisschen Leben zusätzlich bekommen. Das bleibt 10 Sekunden auf dem Feind, und hier seht ihr, dass man selbst geheilt wird und die Allies. Ob das noch die richtige Beschreibung ist, ist die Frage. Das wäre natürlich cool, dass dann sofort so einen verbündeten Heal man bekommt, wenn man hier dieses Leeching Wines benutzt. Aber ich denke mal, da wird sich bestimmt noch was dran verändern, weil sonst hätte man ja immer ein Area Heal, sobald man da so eine Ranke auf sich drauf hat. Schlecht wäre es nicht, aber auf jeden Fall interessanter Heal. So, und dann gibt es noch lebendes Spalier. Da ist er jetzt wieder super schnell drüber weggegangen. Das ist dann, wenn die Ranken verschwinden, heilen sie nochmal zusätzlich das Ziel. Und von daher ist das nochmal ein Heal, der nach ein paar Sekunden dann eintritt. Okay, jetzt aber dann zum letzten aktiven Skill, Griff der Natur. Das ist, wie eben angesprochen, der Heal, der halt zu einem hinspringt, also wo dann der Hüter wohl zu einem hinspringt. Und das werden wir jetzt gleich auch mal in Aktion sehen. Es kann auch sein, dass da der Tooltip noch falsch rum ist, dass also eher einer zu einem gezogen wird. Das ist natürlich so die Frage, wenn man dann immer die Leute zu sich zieht,
Puh, könnte bei einem Tank ziemlich nervig sein, wenn der Tank dann vom Feind weggezogen wird. Aber eigentlich steht da, ihr schwingt euch hin. Ja, also ihr geht hin. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende aussehen wird. Es gibt halt zwei Versionen. Entweder hingehen und heilen oder heranziehen und heilen. So, und dann gibt es noch Umarmung der Natur und hervorbrechende Ranken. Und hervorbrechende Ranken, die Heilung passiert sofort. Ja, was jetzt Unterschied ist zu dem anderen, weiß ich nicht genau. Ach, 10 Sekunden lang ist das andere. Und bei dem hier ist es dann so, sofort. Statt over time. So, und dann Natural Embrace, Umarmung der Natur und heilt euch auch selber. Damit hat man dann also auch einen Heal, den man für sich selbst benutzen kann. Ist die Frage, will man schnell heilen oder will man auch sich selbst heilen? Das sind halt die beiden Möglichkeiten jetzt hier aus der Griff der Natur Skill Line. So, zeigt er den jetzt auch mal? Wäre natürlich nicht schlecht, dass man mal sieht. Nee, zeigt er jetzt nicht. Schade, wir wissen nicht, wie der Griff der Natur aussieht. Aber das werden wir dann irgendwann auch mal feststellen. So, und das hier ist die Ultimate Verborgener Hain. Also ein richtiger Wald, der hier auf einmal wächst. Sieht richtig gut aus. Und das ist natürlich ein heilender Hain. Der heilt, sobald man ihn zaubert. Und dann heilt er auch noch über Zeit, also nochmal über 6 Sekunden lang. So bekommt man also einen relativ starken Heal hier gerade rausgehauen. Und das ist die grundlegende Fähigkeit. Die hat natürlich auch wieder 2 Morphs, ist ja klar, hat das ja immer. Und einmal gibt es dann, so, er drückt jetzt mal drauf, Moment, verzauberter Wald, da sehen wir es, Gain Ultimate when healing low heals Alice. Bekommt man also ultimative Kraft, wenn man einen Verbündeten mit weniger als 50% Leben heilt. Gut, damit kann man den dann auch schnell wieder benutzen. So hat man halt dann relativ zügig wieder Ultimate und kann wieder diesen, ja, Wald zaubern. Und das andere ist dann das heilende Dickicht. Da ist es dann so, wenn der Effekt vorbei ist, heilt er trotzdem noch 4 Sekunden weiter. Also dann hat man sozusagen 10 Sekunden lang Heal. Ist ja auch nicht schlecht. Und diese 4 Sekunden sind auch nochmal ganz gut. 10.000 Heal. Das passt also, von daher ist das auch wirklich jetzt schwierig zu sagen, nämlich die Fähigkeit mit dem Ultimate Kraft oder die mit dem noch besseren Heal. Okay, und jetzt Accelerated Grow sind jetzt die passiven Fähigkeiten. Hier kriegt man also 25% Verstärkung des Heilen, wenn man jemanden unter 40% heilt. Ein bisschen kompliziert, aber gut gemeint. Also sobald man einen mit wenig Leben heilt, kriegt man auch nochmal bessere Heilung heraus. So, für 3 Sekunden hat man dann 25% Heal-Stärke. Okay, dann haben wir Nature's Gift, Gabe der Natur. Und da sehen wir es, wenn man einen Verbündeten heilt, dann bekommt man 125 Ausdauer und Magie zurück. So verliert man also nicht so schnell seine Ausdauer und sein Mana. Sehr schön. Sein Magicka. Magicka. Sorry. Ich krieg's nie auf die Reihe, so auszusprechen, wie die Leute es meistens wollen. Gut, damit haben wir auch Nature's Gift fertig. Und dann gibt es Emerald Moss. Smaragdmoos. Und da bekommt man mehr Heilung für jede Fähigkeit, die man aus diesem Skill Tree auswählt. Und dann haben wir Reife, Maturation. Damit bekommen wir nochmal 10% mehr Leben für 5 oder 10 Sekunden, also meiner Toughness, wenn man geheilt wird mit einer Fähigkeit aus diesem Skill Tree. Also ganz interessant, dass man dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Leben hat. So, und das waren jetzt alle Skills aus dieser Heilungsfertigkeitsleiste und damit haben wir es für heute auch durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst mir doch ein Like da und ein Abo, würde mich total freuen. Ich bedanke mich auch mal wieder bei Zenimax hier und Bethesda und so, dass sie das auch auf dem Twitch-Kanal
gepostet haben das Ganze. Das hier sind die vier, die das vorgestellt haben. Und ihr könnt auch auf esoskillfactory.com, ist unten auch verlinkt, nochmal euch euren eigenen Hüter bauen und schon mal planen, welche Skills ihr wie benutzen wollt. Da sind dann schon ein paar Sachen eingegeben. Dann danke, dass ihr zugeschaut habt und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bye, bye. So